Hallo, Terme, Distributivgesetz und Ausmultiplizieren. Wie geht das nochmal? Also, das Wichtigste ist, ihr seht eine Klammer und vor der Klammer ist ein Mal. Das bedeutet immer für euch sofort, dass ihr ausmultiplizieren müsst. Das heißt, den mit dem und den mit dem multiplizieren. Und dann immer auf die Vorzeichen aufpassen. Also, 3x mal x minus 3x mal x Quadrat. Das heißt, ihr könnt das jetzt zusammenfassen. Hieraus wird 3x Quadrat minus 3x hoch 3 sogar. Und dann seid ihr fertig. Weiter kann man es nicht zusammenfassen. Seht ihr wieder euren Malpunkt vor der Klammer, müsst ihr wieder alles, was davor steht, mit Mal, mit dem einen multiplizieren und mit dem anderen und dann auf das Vorzeichen aufpassen. Also sind das 3ab mal a minus 3ab mal b. Jetzt fassen wir das noch zusammen. Dann sind das 3a hoch 2 und b minus 3ab hoch 2. Kann man auch nicht weiter zusammenfassen, weil das eine sind quadratische Äpfel, Birnen, das andere sind Äpfel, quadratische Birnen. Also ganz unterschiedliche Sachen. Dann nächste Aufgabe, seht ihr wieder einmal vor der Klammer. Ist das für euch wieder ein Zeichen, dass ihr ausmultiplizieren müsst? Achtet wieder auf die Vorzeichen. Das heißt, 3ab mal minus 4a minus oder plus, ich muss einmal kurz ein bisschen schieben. Plus 3ab mal minus 5b. Und jetzt auf die Vorzeichen aufpassen. Das heißt, hier ist also plus mal minus wird zu minus. Minus. Dann 3 mal 4 sind 12. Dann a mal a ist a Quadrat und noch das b. Hier ist auch wieder plus mal minus wird schon mal zu minus insgesamt. Jetzt die Zahlen zuerst. 3 mal 5 sind 15. A steht allein und b mal b wird zu b Quadrat. Also ist für euch ganz wichtig, immer zu merken. Man macht also als erstes immer die Vorzeichen checken, als zweites die Zahlen und als drittes die Variablen. Das ist so der absolute Tipp, wie man immer bei den Termen vorgeht. Das war's, euch viel Spaß!